Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht aus meiner Gemeinde in Ierden. Wir haben eine turbulente Woche hinter uns in Ierden. Wir haben Baseballcamp gehabt, eine Woche mit 14 Amerikanern aus Texas und etwa 100 Kindern, die mitgemacht haben, Baseball zu spielen, und auch eine Cheerleader-Gruppe. Jeden Tag und abends Campabende mit Zeugnissen, wo die immer jeweils eine Amerikanerin oder ein Amerikaner ein Zeugnis gegeben hat. Und da hatten wir die Hütte wirklich voll. Die Eltern der Kinder, die alle gekommen sind, jeden Abend, das ist immer schon ein besonderes Erlebnis. Wir machen das ja nun schon einige Jahre. Mit Ausnahme von Corona nicht. In der Corona-Zeit 2 Jahre mussten wir aussetzen. Aber es sind auch mittlerweile Kontakte zwischen der Baptistengemeinde The Woodlands in Texas und unserer Gemeinde, sodass einige von uns schon da mal eine Woche oder 14 Tage waren und auch umgekehrt, dass einige hier dann mal sind für eine Woche oder so auf einer Deutschlandtournee. Das hat sich sehr gut entwickelt. Das ist eine große Gemeinde in Texas und die haben immer neue Leute, die dann ihren Urlaub opfern, eine Woche auch Kosten dafür, selbst, das alles selbst bezahlen, den Flug und so weiter. Und um hier eine Woche in Deutschland, in unserer Gemeinde, Mission zu betreiben. Und das ist bei unseren Leuten in Ierden, ist es da springt der Funke über, so will ich das mal sagen. Da war es ganz turbulent bei uns in der Gemeinde. Heute Nacht sind sie wieder abgefahren. Die fliegen von Amsterdam. Wir müssen sie dann dort auch hinbringen mit 2 Bullis und dann sind sie jetzt schon fast wieder zu Hause. Ja, davon bin ich auch immer noch ein bisschen geprägt dann nach so einer Woche. Das ist dann etwas ganz Besonderes, wenn man die jungen Amerikanerinnen und Amerikaner hört, wie begeistert sie sind von Jesus und wie sie das leben und auch so ganz deutlich sagen, auch vor den fremden Kindern auf dem Sportplatz. Wir sind ja immer in Ehove auf dem Sportplatz und da gibt es dann immer die kleinen Gruppen, wo sie dann vorher, bevor sie überhaupt mit dem Spielen beginnen, miteinander beten, miteinander reden über Jesus. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Das fasziniert mich immer wieder, mit welcher Leidenschaft die das hier bei uns machen und dass dann auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so dieser Funke überspringen kann. Das ist Leidenschaft. Und dann bin ich auch schon bei meinem Thema, Leidenschaft für Jesus, Berufung, die uns verändert. Ich möchte noch einmal beten. Lieber Jesus, hab herzlich Dank, dass du eine Leidenschaft für uns hast, für uns Menschen, dass wir das so immer wieder neu erfahren dürfen, wie leidenschaftlich du uns liebst. Und was du für uns auf dich genommen hast. Hab Dank für diesen Vormittag. Hab Dank, dass wir so auch heute Morgen den Gottesdienst erleben dürfen. Und so wie wir es gerade gesungen haben, wir sind nicht mehr Sklaven der Angst und der Furcht, sondern wir sind bei dir zur Freiheit berufen. Das schenke uns, dass wir es heute neu begreifen und neu auch dann in die Woche hineingehen können. Segne dein Wort an uns allen. Amen. Ja, Leidenschaft, das ist ja so ein Ding. Es gibt viele Leidenschaften. Wofür kann man alles eine Leidenschaft entwickeln? Ich weiß nicht, welche Leidenschaften ihr habt. Da gibt es im Hobbybereich ja auch gewisse Dinge, zum Beispiel den Sport. Es gibt ja Leute, die sind
nicht wegzudenken vom Fußballplatz oder von anderen Sportereignissen. Auch im wenn im Fernsehen irgendwelche Übertragungen sportlicherseits sind, dann darf man sie nicht stören. Oder eine Leidenschaft für den Garten, hier besonders in unserer ländlichen Gegend. Ich selbst habe auch eine Leidenschaft für den Garten. Ich bin gerne im Garten. Manchmal dann bin ich natürlich etwas kaputt, aber die Leidenschaft, die hat dann überwogen. Oder man kann eine Leidenschaft fürs Auto haben. Unser Nachbarsjunge, der ist so um die 20, der hat so ein bisschen älteres Modell, so ein mit dem H-Kennzeichen. Und der kommt von der Arbeit und dann ist er nur am Basteln. Jeden Abend, bis dunkel wird. Ich weiß gar nicht, was er da noch basteln kann. Müsste eigentlich alles erledigt sein. Einfach, dann läuft er tausendmal ums Auto rum und hat diese Leidenschaft. Da merkt man das einfach. Oder er ist auch so ein Treckerfreund, hat einen Wohnwagen und dann hat er einen alten Trecker und dann gibt es diese Treckertreffen. Und dann holt er freitags schon den Wohnwagen von seinem Onkel, da steht er, und dann tuckert er samstags los zu diesem Wochenende. Da merkt man eine Leidenschaft. Es gibt auch eine Leidenschaft für Leute, die gerne reisen. Die reisen unheimlich gerne. Aber es gibt genauso auch Leute, die unheimlich gern zu Hause sind, die gar nicht so gerne weg mögen. Und das kann ich dann auch wiederum nicht verstehen, weil ich verreise auch gerne mal. Wie kannst du nur immer zu Hause sein? Ist so schön bei uns zu Hause, haben doch alles. Das sind Leidenschaften. Und dann gibt es auch eine Leidenschaft für die Gemeinde. Wir hatten vor vielen Jahren in Irden einen Evangelisten, Manfred Walz, ich erinnere mich heute noch genauso, wie er sagte an einem Abend, ich liebe meine Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr auch diese Leidenschaft für die Gemeinde? Da rückt alles in den Hintergrund. Ich glaube, um eine Leidenschaft zu haben bzw. zu bekommen, da verändert sich etwas im Leben eines Menschen. Vielleicht ist es vielleicht so nach und nach entwickelt, vielleicht ist es aber auch ganz plötzlich da, dass man so aufgebauscht und begeistert ist von etwas und man nimmt das dann für sich, Mensch, das ist mein Ding. Aber Leidenschaft für Gott, Leidenschaft für Gott. Auf jeden Fall werden wir leidenschaftlich geliebt von Gott. Dafür hat er alles gegeben, nämlich seinen Sohn Jesus. Und Leidenschaft, da steckt ja das Wort Leiden drin. Leiden, Jesus hat für uns gelitten. Eine Leidenschaft, das war die Leidenschaft Gottes, dass er seinen Sohn hat leiden lassen für uns. Man kann ja dieses Wortspiel so wunderbar ausführen. Leidenschaft. Heute haben wir es mit einer Person in der Bibel zu tun, der hat auch eine Leidenschaft entwickelt. Und dafür hat er alles gegeben. Wir haben es heute zu tun mit Simon Petrus. Er erlebte plötzlich eine Veränderung seines Lebens und entwickelte diese Leidenschaft für Jesus. Wie kam es dazu? Durch eine Berufung, die ihn verändert hat. Veränderung geschieht jeden Tag neu, auf viel, vielfache Weise. Was gestern war, das ist ja heute gar nicht mehr aktuell, das ist Vergangenheit. Was vor einer Stunde war, ist eventuell auch schon gar nicht mehr aktuell. Im Tierreich zum Beispiel gibt es viele Veränderungen, insbesondere bei Insekten. So wird zum Beispiel aus einer kleinen Raupe durch verschiedene Stadien ein
wunderbarer, wunderschöner Schmetterling. Während die Raupe oft aussieht wie ein kleiner Wurm, und ein sehr gefräßiger Wurm, der meist dann auch nur ein Schädling ist und alles gerne abknabbert, ist dann danach ein wunderschöner Schmetterling zu sehen mit wunderschönen Farben. Und da kommen einem die Gedanken, könnte nicht auch der Mensch so eine Veränderung haben, nicht nur äußerlich, sondern auch sein Wesen? Es ist die Frage, ob ein Mensch sich zum Guten hin verändern kann. Viele denken, wenn sich die Verhältnisse ändern, dann ändert sich auch der Mensch. Und es gibt eine Entwicklung zum besseren Menschen hin. Ist das so? Auch eine gute Erziehung kommt wieder dann in den Fokus, wie wichtig das ist. Nicht nur die Erziehung, auch sieht man die Wichtigkeit, in die Bildung zu investieren. Das ist richtig, aber ändert sich dadurch der Mensch? Wird der Mensch dadurch besser und höher entwickelt? Es gibt zwar auch eine Entwicklung in den letzten 100 Jahren, sage ich mal, in der Technik und des Wissens, was sich alles geändert hat und was man erforscht und entdeckt hat, was enorm ist, aber eine Entwicklung zum besseren Menschen hat es, meine ich, nicht gegeben. Woran sieht man das? Ich glaube, dass man das sieht am Geschehen in der Welt heute. Ich glaube, dass wir etwas ganz Entscheidendes dabei vergessen. Man denke nur an die Kriege und die Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antun können. Die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wo Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Wie kann sowas sein? Und nicht zuletzt in den letzten Monaten in der Ukraine. Dass Menschen anderen Menschen Grausamkeiten antun. Wie kann sich der Mensch überhaupt zum Guten entwickeln, verändern? Wie kommt man überhaupt aus dieser Spirale heraus? Petrus, als er noch Simon hieß, hat sich durch ein Ereignis total verändert. Und den Predigtext lese ich uns. Da steht in Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See von Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes,
Die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Wie können heute Menschen Veränderung erfahren? Petrus wurde verändert, ja, er wurde vom Fischer zum Menschenfischer, von einem normalen berufstätigen Menschen zum Felsen, auf den Jesus später seine Gemeinde baute. Er wurde sogar zu einer Autorität, zu einem Jünger, ja, zu einem Lehrer, zu einem Missionar und zu einem Briefeschreiber, dessen Briefe heute wir noch lesen. Wie kam es zu dieser Veränderung vom Fischer Petrus, Simon, am See von Genezareth zu einer der Säulen der Apostel? Verändert durch den Ruf, verändert durch die Berufung. So möchte ich den ersten Punkt nennen, überschreiben. Simon Petrus ist bei seiner alltäglichen Arbeit. Er war ein kleiner Unternehmer. Mit Fischerboot am See Genezareth versucht er mit seinem Kleinbetrieb zusammen mit anderen Betrieben möglichst viele Fische an Land zu ziehen, ja, und diese zu verkaufen. Das war sein Gewerbe. An diesem Tag hatte er keinen Erfolg. Die ganze Nacht wurden Netze ausgelegt, aber der Fang war bescheiden. Ja, umsonst die Arbeit, umsonst die Mühe. Vielleicht war sonst mehr drin. Aber diese Nacht war erfolglos. Kaum ein Fisch ging ins Netz. Nun bleibt die Arbeit. Netze säubern, Netze flicken und richten ohne Verdienst. So ging das dann dahin. Auch das Leben, Tag für Tag, die Routine bei ihm. Denn das war Alltag von Simon. Ein Leben für Netze, ein Leben für Boote, ein Leben für Fische. Vielleicht sieht unser Leben, dein und mein Leben, ganz ähnlich aus. Da sind zwar keine Netze, die uns gefangen nehmen, aber die Arbeit, vielleicht der Alltag, die Sorgen, sie können uns solche Netze sein, die uns in Beschlag nehmen, die uns gefangen nehmen, und oft bleibt vieles ohne Erfolg. Und oft denkt man am Abend, heute war ein Tag, den könnte man vergessen. Während Simon und die Kollegen nun ihre Netze richten, lehrt Jesus die Menschen. Jesus hat wenigstens Erfolg. Da kommen Menschen zusammen und sie hören, wollen Jesus hören. Und ja, wenn er predigt, wenn er erzählt, die Menschenmenge wird immer größer. Und dann bittet Jesus den Simon, ein Stück hinauszufahren, damit er vom Wasser aus besser predigen kann. Weil, ja, das ist ja so, vom Wasser aus ist die Akustik wesentlich besser. Wir hatten ja kein Mikrofon damals. Echt interessant, was da geschieht. Und Petrus oder Simon, so hieß er ja noch, mittendrin, in seiner Trübsal, in seiner Erfolglosigkeit. Das ist aber für Simon jetzt eine Abwechslung, ein wenig Abwechslung. Und so fährt er mit Jesus ein Stück hinaus. Und dabei bekommt er ja dann auch noch nebenbei etwas vom Reden Jesu mit. Doch als Jesus seine Lehre, seine Predigt beendet hat, bekommt Simon einen seltsamen Spezialauftrag. Er soll auf die Mitte des Sees hinausfahren und die Netze auswerfen. Das tut kein normaler Fischer am See Genezareth. Das ist das Erste, was ein Fischer lernt. Nur nachts kann man Erfolg haben und einen guten Fischfang haben.
Simon versucht nun, das Jesus zu erklären. Jesus, der Zimmermann aus Nazareth, kann das ja auch nicht wissen. Aber seltsam ist es dann doch, dass Petrus sagt, und das ist eigentlich so dieses Schlüsselerlebnis, ich habe da viel drüber nachgedacht, dass Petrus oder Simon Petrus sagt, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Wie kommt plötzlich diese Sinneswandlung von Simon dazu, dass er das nochmal macht? Normal hätte er das nie getan, wenn jemand anders gesagt hat, fahr doch nochmal raus. Die anderen Kollegen hätten ihn für verrückt erklärt. Aber jetzt tut er es, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Dieses Wort Jesu ist für ihn fast wie ein Befehl. Er hört auf das Wort Jesu. Und dann geschieht es vor seinen Augen. Ein Wunder. Es gehen so viele Fische ins Netz, dass sogar die Hilfe von seinen Partnern, Johannes und Jakobus, gebraucht wird. Die Boote sinken fast unter der Last. Der Ruf, der Auftrag von Jesus schafft neue Fakten. War noch vorher Trübsinn, Trübsal, Enttäuschung, weil nichts gefangen wurde, sind jetzt auf einmal die Netze so voll, dass sie fast reißen. Petrus wird ganz und gar aus seinem Alltag gerissen. Durch das Wort von Jesus. Er wird herausgerissen aus dieser Trübsinnigkeit. Er wird herausgerissen aus der Traurigkeit. Dieses Wort bewirkt Veränderung. Dieses Wort bewirkt sogar bei den Fischen ein anderes Schwimmverhalten, dass sie ins Netz hineingehen. Kann man so glauben. Denn Jesus hat ja auch den Sturm besiegt und somit wird er das auch können. Vor allem aber bei Petrus ist eine Veränderung geschehen. Denn als er das sieht, erkennt er. Ja, was erkennt er? Er erkennt, wer Jesus ist. Man könnte sagen, irgendwie fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Das ist kein normaler Mensch. Ich habe ihn zwar vorhin predigen gehört und ich habe auch gehorcht, dass er sagte, geh, fahr noch mal hinaus. Vielleicht hat er gar nicht dran geglaubt, dass da noch mal so ein Wunder passiert. Aber jetzt ist er überwältigt. Petrus, dieses Wort von Petrus ist etwas Entscheidendes. Dieses Wort von Jesus ist etwas Entscheidendes in seinem Leben. Auf dein Wort hin will ich noch einmal hinausfahren. Und dann, als er die Fische, die vollen Netze sieht, da erkennt er, dass er ein sündiger Mensch ist, ein sündiger Mensch. Und dann sagt er, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesaja erkennt es ähnlich. Jesaja erkennt es ähnlich. Wir lesen das in Jesaja 6, Vers 5. Da sagt Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Da geschieht etwas, wenn man Jesus begegnet. Da geschieht etwas, wenn Jesus uns berührt. Jesaja sieht die Heiligkeit Gottes. Und Jesaja erkennt sofort die Trennung zwischen Gott und ihm. Und ähnlich geht es, genauso geht es Petrus. Er erkennt, dass er nicht bestehen kann. Ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Petrus erkennt die Herrlichkeit von Jesus.
Da kann er nur bekennen, was er über sich selbst erkennt und erschrecken. Zu einem späteren Zeitpunkt bekennt er dann, wer Jesus tatsächlich ist. Und wir kennen die Geschichte nach der Auferstehung, dass Jesus dann Petrus noch einmal am See begegnet und dass er ihn fragt, hast du mich lieb? Vorher hat er ihn dreimal verleugnet. Jetzt erkennt Petrus die Heiligkeit von Jesus und er erkennt sein eigenes Versagen. Und er erkennt, ich will es mal so sagen, ein Nicht-Bestehen-Können. Ich kann nicht bestehen, ich kann allein aus mir gar nichts tun. Ich bin eigentlich ein Nichts. Wer die Heiligkeit von Jesus erkennt, der erschrickt über sich selbst. Der erschrickt und erkennt seine Trennung zu Gott. Wenn wir die Heiligkeit Gottes erkennen, können wir nur unsere Schuld und Trennung bekennen. Ich kann von mir eine Begebenheit erzählen, die ich vor vielen Jahren hatte. Man war so verstrickt in seinem, was ich vorhin sagte, in seinem eigenen Netz, so eine Routine. Und wir hatten gerade ein Haus gekauft. Das ist schon 40 Jahre her, aber trotzdem, das ist ein prägendes Erlebnis. Und ich bekam einen Kipper Muttererde. Und dieser Mutterboden hatte man mir abgekippt vorne auf der Auffahrt. Und dann plötzlich bekam ich hohes Fieber. So an die 41. Und dann kam der Hausarzt zu uns ins Haus und sagte, du musst ins Krankenhaus. Und dann habe ich 5 Tage auf der Intensivstation gelegen und weiß davon nichts mehr. Insgesamt war ich 9 Tage im Krankenhaus, davon 5 auf der Herz- und Wachstation. Und das, als ich dann wieder zu Hause war, ich habe etwa 6 Wochen war ich krank. Ich habe 15 bis 20 Kilo abgenommen in 6 Wochen. Und das bringt einen selbst so ein Stück zum Nachdenken. Was ist passiert? Man sucht alle Gründe. Dann sagte einer, das ist ein Virus. Ja, was für ein Virus? Wurde nicht erkannt. Wir hatten einen Kanarienvogel und der war plötzlich, in dieser Zeit war der auch tot. Dann denkt man, ach, das ist eine Vogelkrankheit. War es aber irgendwie nicht. Alles seltsam. Aus dem heiteren Nichts befällt mich plötzlich dieser Virus. Und ich konnte 6 Wochen lang oder noch länger nichts kommen. Also es roch alles gleich. Es schmeckte alles gleich. Und dann denkt man schon nach, was ist eigentlich los? Jesus, was willst du mir damit jetzt sagen? Unsere Kinder waren klein. Was soll ich machen? Das Haus gerade alles durcheinander, draußen war Haufen, Sandhaufen rum. Und dann kommt man schon ins Nachdenken und das verändert. Und dann fängt man an, über seine alltägliche Routine nachzudenken. Was man vorher so jeden Tag in diesem Hamsterrad, wie ich mal sagen, läuft. Und dann fängt man an, vielleicht auch nachzudenken und anders zu denken, umzuswitchen, sein Leben. Und da ging's mir so ähnlich wie Petrus, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dass man sich selbst erkennt und sagt, so geht's nicht weiter. Irgendwie hat Gott mir da etwas mit sagen wollen, das weiß ich heute so genau. Dann ändert man sein Leben. Das dauert dann nicht so lange, dass man das ändert. Irgendwann kommt wieder eine Routine rein. Aber solange ich mich immer wieder an diese Begebenheit erinnere, dann denke ich halt,
so geht es jetzt doch nicht weiter. Ich muss wieder ein Stückchen zurück, muss wieder die Bremse ziehen. Muss mich wieder auf das Wichtigste konzentrieren. Petrus erkennt plötzlich die Heiligkeit Jesu und er erschrickt über sich und seine Trennung zu Gott. Wenn wir die Heiligkeit Gottes erkennen, können wir nur unsere Schuld erkennen und die Trennung bekennen. Aber dabei ist eines wichtig, was Petrus erlebt hat. Jesus geht nicht fort. Er lässt Petrus da nicht so stehen. Er lässt ihn nicht alleine. Er bleibt da, denn genau das ist sein Auftrag. Das ist der Auftrag Jesu, dass diese Trennung aufgehoben wird. Die Trennung zwischen Mensch und ihm und Gott. Und so ist die Antwort auf die Heiligkeit Gottes das Bekenntnis der eigenen Schuld. Und von da an wird Simon zum ersten Mal mit dem Beinamen Petrus genannt. Nun wird Simon zum Felsenmann. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Wenn Jesus uns ruft durch sein Wort, dann heißen wir nicht Petrus, aber wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Und wir dürfen wissen, er will uns stark machen, weil er bei uns ist. Und so verändert sein Ruf uns, unser Leben. Verändert durch den Auftrag. Jesus lässt es nicht bei dieser Erkenntnis. Nein, Jesus will Petrus als Mitarbeiter gewinnen. Und so bekommt Petrus nun einen großen Auftrag, den er eigentlich gar nicht fassen kann. Und ich glaube auch nicht, dass er das verstanden hat. Sein neuer Auftrag ist, Menschen zu fangen. Menschen fangen, ich glaube, das glaube ich nicht, dass Petrus das begriffen hat. Was soll ich machen? Menschen fangen? Ich soll Menschenfischer werden? Wie geht denn das? Aber tatsächlich hat Petrus später vielen Menschen die Botschaft von Jesus gesagt und sie sozusagen, um in diesem Bild zu bleiben, gefangen, begeistert für Jesus. Das bedeutet nichts Schlimmes, sondern wer von Jesus angerührt wird, der hat einen wertvollen Schritt gemacht, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Vielleicht bist du auch schon mal so angerührt von Jesus, nicht nur einmal, sondern vielleicht schon des Öfteren, immer wieder mal, dass dir plötzlich bewusst wird, da hat Jesus mich jetzt angetickt. Da habe ich jetzt heute etwas gehört oder etwas gelesen oder etwas erlebt. Nun können wir ja sagen, ja, das ist ein Auftrag speziell für Petrus. Das stimmt zwar. Aber auch wir haben einen Auftrag bekommen als Christen. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. So haben wir eigentlich einen ganz ähnlichen Auftrag, den es gilt wahrzunehmen, da, wo wir sind und wo wir leben. Diese Aufgabe verändert und will uns erfüllen. Nimmst du, nehme ich den Auftrag immer ernst? Oder gibt es bei uns auch manchmal so den Gedanken, ja, man sollte mal. Ja, wir könnten ja mal. Eigentlich müsste ich ja mal. Sind wir dabei stehen geblieben? Wir haben uns ja so ganz gut eingerichtet und fühlen uns wohl in unserer Gemeinschaft, in unserem Gemeindezentrum. Wie schön wir es haben miteinander. Wo wir vielleicht oftmals uns um uns selbst drehen. Petrus hat seinen Auftrag ernst genommen. Sein Leben wurde dadurch völlig umgekrempelt. Er hat seine Boote und seine Netze verlassen, um mit Jesus zu gehen. Ich habe mir das mal vorgestellt. Da schließt ein Bäcker plötzlich seinen Laden und geht weg. Macht das, was Gott ihm aufs Herz legt. Da kommen die Kunden, die Brötchen und Brot kaufen wollen, und vor verschlossenen Türen.
Oder da ist ein Unternehmer, der plötzlich sagt, ich habe jetzt was anderes vor, es geht nicht. Ich mache alles zu. Das muss man einfach mal so begreifen. Petrus verlässt alles. Der verlässt seine Boote. Er wurde Jünger, er wurde Lehrer, Missionar und Organisator im Urchristentum. Sicher lief nicht alles glatt und rund, wie ich vorhin gesagt habe. Wir wissen das ja auch von Petrus, wie er manchmal auch wieder zurechtgerückt werden musste. Das tröstet mich persönlich immer wieder, dass wir nicht perfekt sein müssen vor Gott. Durch seinen Auftrag wurde Petrus total verändert. Und auf einmal hatte er Erfolg. Er hat Erfolg im anderen Sinne. Ein ganz anderer Erfolg als in seinem Erstberuf. Der Auftrag von Jesus verändert und macht Petrus erst zu einem Felsenmann. Jesus will auch uns stark machen, dich und mich stark machen. Er will uns gebrauchen und er will uns einsetzen. Gerade der Auftrag von Jesus kann auch uns verändern. Verändert durch Nachfolge. Als die Fische versorgt sind, hätten sich Petrus und die anderen ausruhen können. Sie hätten ja sagen können, jetzt haben wir erstmal ein paar Tage Ruhe, das genügt für einige Tage. Für heute reicht's. Nun freuen wir uns erstmal über diesen Erfolg. Doch es kommt anders. Petrus und die anderen lassen alles zurück. Nachfolgen geht nicht ohne Loslassen. Sie verlassen die Boote und folgen Jesus nach. Nachfolge heißt zunächst, sich zu trennen von Gewohnheiten, von Menschen, von Besitz und sich ganz einzulassen auf Jesus. Nachfolgen heißt wörtlich, ja, hinterhergehen. Sich trennen. Auch das wollte ich mal. Das war auch so etwa die Zeit. Es wurde ein Organisator, kaufmännischer Mitarbeiter gesucht in Sierra Leone. Und ich habe mit meiner Frau das besprochen. Ich sagte, das ist das, was ich im Moment machen muss. Das war mir so deutlich und klar, dass ich praktisch mein Haus vermieten oder verkaufen musste und nach Sierra Leone gehen musste, um dort Arbeit zu tun, Mission zu betreiben. Und da habe ich mich beworben bei unserem Bund. Und leider kam es anders. Hatte doch nicht richtig den Auftrag erkannt. Denn unser ältester Sohn war 9 Jahre und unser zweiter war 7, wir hätten die beiden selbst unterrichten müssen, schulmäßig. Und dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein, dass wir das vernachlässigen. Und dann hat der liebe Bruder von Bad Homburg damals noch mir geschrieben, ich glaube, das ist nicht das, was du machen musst. Und dann bin ich Ältester in Irden geworden. So kann sich das manchmal ändern. Dann ändern sich plötzlich die Dinge. Aber man war bereit, für Jesus etwas zu tun, unterwegs zu sein, etwas loszulassen. Wir hatten alles geplant. Wir wollten das Haus vermieten, alle Möbel irgendwo unterstellen bei Verwandten. Und dann wären wir für einige Jahre nach Afrika gegangen. Hat sich leider nicht so ergeben, aber danach kam der große Auftrag, die Gemeinde Irden zu leiten. Auch das war gut und wichtig. So ändert sich vieles, wenn man sich in die Nachfolge Jesu begibt. Die Nachfolge Jesu bedeutet Herausforderung. Schüler lernten damals von den Rabbis. Und auch Kinder lernen heute von ihren Eltern, indem sie hinterhergehen, nachfolgen, das tun, was sie bei den Eltern sehen, was sie auch in der Gemeinde, was sie von den Vätern sehen und hören und lernen. Wir können hinter Jesus hergehen, indem wir sein Wort lesen und es in uns wirken lassen und versuchen, es bei uns umzusetzen. Das heißt aber auch, dass wir uns ständig von ihm korrigieren lassen müssen. Heute wird in Unternehmen häufig von Mentoring gesprochen und auch betrieben.
Da nimmt ein Erfahrener einen Unerfahrenen sozusagen an der Hand und gibt ihm sein Wissen weiter, damit er sich weiterentwickeln kann. Der beste Mentor ist Jesus selbst. Er will uns weiterhelfen. Er will, dass wir zunehmen im Glauben. Er will, dass wir uns weiterentwickeln durch die Nachfolge. Und das bedeutet, er verändert uns ständig. Es ist nicht ein einmaliges, sondern es ist ein ständiges Verändern. Das ist spannend. Das ist spannend im Leben eines Menschen, eines Christen, wenn man sich darauf einlässt. Und gleichzeitig ist es ein tolles, tolles Erlebnis und Gefühl, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie ist das bei dir? Hast du dich weiterentwickelt in deinem Glauben oder steckst du mit deinem Glauben noch immer in den Anfängen? Vielleicht, weil du dich nicht auf den Nachfolgeruf so ganz eingelassen hast, beziehungsweise nicht so ernst genommen hast. Vielleicht auch so, ja, ich könnte ja mal. Ja, vielleicht wäre das auch mal eine Idee für mich. Oder konntest du nicht loslassen? Vielleicht war auch Unsicherheit im Spiel. Auch Petrus war nicht fertiger Christ nach seiner Berufung. Er musste noch viel, ganz viel lernen. Ja, Petrus musste sogar noch in die Nachhilfestunde. Jesus will auch uns immer wieder Nachhilfe geben, damit wir uns verändern. Das ist und bleibt ein ständiger Prozess. Und die Frage, die bleibt, ist wie folgt. Was muss ich, was musst du loslassen und aufgeben, um Jesus so nachfolgen zu können? Der Mensch ist veränderbar, nicht durch sich selbst, sondern durch den Ruf von Jesus, durch den Auftrag von Jesus und in der ständigen Nachfolge. Das verändert uns. Und wenn wir dabei bleiben, dann ist es ein guter Weg. Und jetzt liegt es an uns, auf sein Wort hin zu handeln. Er ist zu dir gekommen, in dein Boot, in deinen Alltag. Dein Handeln, dein Gehen, dein Ballast abwerfen, ja, loslassen. Als Jünger sind wir und bleiben wir Lernende. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Lassen wir uns doch verändern von ihm. Vor wie vielen Jahren hast du dich in die Nachfolge Jesu begeben? Vielleicht ganz frisch, dann bist du noch richtig gut dabei. Vielleicht ist es 5 Jahre her, vielleicht 10. Vielleicht ist es auch 30 oder 40 Jahre her oder noch länger. Wie sehr hat dich die Nachfolge verändert? Und dann sind wir wieder beim Anfang, zu einer Leidenschaft für Jesus. Ist daraus eine Leidenschaft gewachsen, weil Jesus dich in die Nachfolge berufen hat und du nachgefolgt bist? Und darum möchte ich dich heute mit dieser Frage auch entlassen aus diesem Gottesdienst. Nimm es mit nach Hause und vielleicht kannst du selbst für dich darauf antworten. Vielleicht kannst du dir selbst eine Antwort geben, vielleicht kannst du auch Jesus eine Antwort geben. Vielleicht kannst du auch ein Gespräch mit einem anderen führen darüber. Eigentlich fehlt mir so ein wenig die Leidenschaft. Und die Frage lautet, wie leidenschaftlich bist du für Jesus? Amen.